Hallo zusammen. Hallo. Heute gibt es unsere Ausgaben von unserem zweiwöchigen Koh Samui-Urlaub. Yep. Bis aufs kleinste Detail und wir haben sogar auch einen Kokosnussvergleich gemacht. Was das bedeutet, seht ihr gleich. Wir haben die Kosten diesmal in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt, und zwar in Hotels, Essen, Benzin und den Mietwagen. Ja, wir gehen das jetzt erstmal einzeln durch und starten mit den Hotels. Fangen wir mal an mit dem ersten Hotel. Wir waren im Sheraton Hotel, das war in Chha Veng Noi. 76 Euro die Nacht haben wir bezahlt, also 38 Euro pro Person kann man sagen. Insgesamt haben wir für drei Nächte inklusive Frühstück 228 Euro bezahlt. Also pro Person 114 Euro für die Nächte und inklusive war noch eine Massage und einmal konnte man sich aussuchen, ob ein Dinner oder ein Abendessen. Lunch oder ein Abendessen. Ja. Das zweite Hotel war das Intercontinental Hotel in Tallinngam gelegen. Das hat 128 Euro die Nacht gekostet, also 64 Euro pro Person. Insgesamt für drei Nächte haben wir 384 Euro bezahlt, pro Person also 192 Euro. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir sogar noch mal verlängert haben. Und das Frühstück war inklusive. Genau. Unterkunft Nummer 3 war das Kwan Resort, also das Glamping Resort mit diesem Luxuszelt quasi. Da haben wir 62 Euro die Nacht bezahlt, also 31 Euro pro Person. Insgesamt haben wir für zwei Nächte 124 Euro bezahlt, also pro Person 62 Euro. Und dort war auch das Frühstück inklusive. Das Kwan Resort hat übrigens in Menam gelegen und weiter ging es dann von Menam nach Bopu. Dort waren wir im Anantara. 108 Euro die Nacht haben wir dort bezahlt, also 54 Euro pro Person. Insgesamt haben wir zweimal sogar verlängert, waren insgesamt fünf Nächte vor Ort, haben dort 540 Euro bezahlt, pro Person also 270 Euro und das Frühstück war auch inklusive und es war auch ein recht großes Buffet, muss man sagen. Ja. Da kann man noch anmerken, nur im Intercontinental gab es ein Buffet und im Anantara, alle anderen hatten keine Buffets aktuell, genau. Da konnte man dann nur morgens von der Karte bestellen. So, dann kommen wir zum Punkt Essen. Und zwar haben wir in jedem Hotel eine Kokosnuss getrunken. Das war das auch, was ich am Anfang meinte mit dem Kokosnussvergleich. Wir fangen direkt mal an im Anantara. Dort haben wir für eine Kokosnuss 3,61 Euro bezahlt. Und ja, da hatten wir ein Essen inklusive. Das heißt, da hatten wir halt nur die Getränke bezahlt. Das waren dann zwei Mocktails für 8,34 Euro. So, dann geht es weiter mit dem Intercontinental. Dort hat die Kokosnuss 5,38 Euro gekostet. Richtig also, hart. Ich glaube, so viel haben wir noch nirgendwo in Thailand für eine Kokosnuss bezahlt. Ja. Und springen wir weiter zum Anantara. Da hat die Kokosnuss 4,29 Euro gekostet. Ja, auch die zwei teuerste auf jeden Fall. Und dann waren wir einmal auswärts essen an dem Strand. Da haben wir da auch eine Kokosnuss getrunken in Chha Veng Noi. Und dort hat die Kokosnuss 2,30 Euro gekostet. Ja, es geht aber auch viel, viel günstiger, denn ich glaube, in der Garküche kriegt man sie für 1 Euro. Oder teilweise, ja, wenn man sie jetzt bei einem Local kauft, geht es noch günstiger, wenn man sie jetzt zum Beispiel für zu Hause kauft oder ja, mitnehmen möchte. Ne? Ja, so Garküchen oder so 1 bis 2 Euro, würde ich sagen. Der Preis variiert da teils auch halt stark. Aber wenn man so an der Straße einkauft oder man findet hier so einen Kokosnussbauern, sage ich mal, dann kriegt man die teils für 12 bis 20 Baht pro Stück, also sagen wir so 30 bis 50 Cent für eine Kokosnuss. Ja. Und dann sieht man halt einfach mal die Relation und die Spanne, einfach Einkaufs-Local-Preis bis hin dann zum echt teuren Hotelpreis, also 5 Euro so viel, da kriegt man schon fast eine Wagenladung für, würde ich sagen. Genau. Ja, dann geht es weiter nochmal zurück, dann geht es nochmal zurück zum Anantara. Dort gab es ja den ganzen Tag Happy Hour bei Cocktails und Mocktails. Und da haben wir zum Beispiel für zwei Cocktails 5,43 Euro bezahlt. Also da kann man echt nichts sagen. Ein Abendessen hat dort zum Beispiel um die 30 Euro gekostet, das ist wieder ein bisschen teurer. Ja. Sie haben auch viele vegane, vegetarische Gerichte, was wir sehr cool fanden. Und jetzt geht es direkt weiter zum Essen außerhalb vom Hotel. Da haben wir in günstigen Restaurants so 10 bis 15 Euro bezahlt. Da kann man mit rechnen, würde ich sagen. In der Garküche ist es noch mal günstiger. Und wenn man jetzt teuer essen geht, da waren wir zum Beispiel in der Pizzeria, dann haben wir dann 30 Euro für drei Pizzen bezahlt. Ja. Ja. Und einen Tag waren wir ja mal im Beach Club, in dem Sin Beach Club. Oder einen halben Tag, wir waren von 10 bis 16 Uhr dort.
Kann man schon fast als einen ganzen Tag zählen, würde ich sagen. Da haben wir halt wirklich einen ganzen Tag getrunken und gegessen auch und 46 Euro bezahlt. Genau. Ja. Aber da dürft ihr uns jetzt nicht bei den Preisen festnageln, muss man sagen, weil wir zum Beispiel, wir haben 3 Pizzen bestellt in der Pizzeria. Ich esse im Moment fast immer 2 Gerichte am Abend, auch 2 Pizzen, eiskalt. Ja, deswegen, es geht natürlich günstiger. Ich sag mal, es geht aber auch viel teurer, wenn ihr jetzt Wein und Bier am Abend immer braucht und ähnliches und ihr lasst es euch richtig gut geben im Urlaub, da könnt ihr auch 50 Euro mehr ausgeben für ein Abendessen mit Getränken, ja. Das ist absolut kein Problem. Genau. Aber ihr könnt halt auch bei 10 Euro bleiben in der Garküche. Ja. Oder noch günstiger. Ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu den gesamten Kosten. Der erste Punkt sind die Hotels. Da haben wir insgesamt 1.346 Euro bezahlt. Das heißt pro Person 673 Euro. Ja. Dann zum Essen. Hier haben wir 542,58 Euro bezahlt, inklusive Trinkgeld. Das heißt pro Person 271,29 Euro. Ja. Geht an dem Punkt aber auch wieder viel günstiger, wie gesagt. Und wir haben echt eine Menge Trinkgeld jetzt gegeben während der Reise. Mhm. Und ja, aber so habt ihr wenigstens da auch einen kleinen Anhaltspunkt. Genau. Wir geben sowieso sehr viel Geld eigentlich für Essen aus. Ja. Und ja, der Mietwagen hat uns für 2 Wochen 200 Euro gekostet, also pro Person 100 Euro. Ja. Und das Benzin für diese 2 Wochen 23,85 Euro. Wir sind ja einmal komplett um die Insel gefahren. Und genau, ja. Insgesamt ist das jetzt ein Preis von 2.112,44 Euro. Das heißt pro Person 1.056 Euro für 2 genau. Wochen. Ja, das geht teurer, aber auch deutlich günstiger. Ja. Wir hatten ja jetzt nicht die Flüge dabei, die müsst ihr ja dann auch nochmal draufrechnen. Und wir können auch nochmal ein Beispiel geben von unseren früheren Urlauben. Da haben wir, ich glaube, 1.500 pro Person inklusive Flüge sogar nur bezahlt. Genau, ne? Da waren wir aber dann noch 3 Wochen vor Ort, nicht nur 2 Wochen. Und dann haben wir zum Beispiel keinen Mietwagen gehabt, sondern wir haben Roller gemietet. Die liegen halt im Moment so bei 3 bis 5 ja. Euro am Tag. Je nachdem, wo man kauft, wie gut man mietet und dann, wie gut man verhandeln kann, ist halt auch wieder eine Spanne von bis. Also ja, das sind alles so Anhaltspunkte, aber so habt ihr einen ungefähren Überblick, vor allem wenn man auch in ein bisschen schöneren oder höherwertigeren Hotels übernachtet, sage ich mal, Bungalows genau. und ähnliches, die sind natürlich noch viel, viel günstiger. Also ja. ihr könnt auch da wieder viel mehr Geld ausgeben oder auch viel weniger. Auf jeden Fall. Also wir waren zum Beispiel damals in unseren Urlauben in Ibis. Ja. Das ist jetzt nicht so typisch thailändisches, sage ich mal, aber es hat so um die 30 Euro gekostet, ja, 30, 35 zusammen dann mit halt. Frühstück auch. Ja, ja. Genau. Und damals war das auch wirklich gut. Wir haben ja. mal gehört, dass es irgendwann ein bisschen abgebaut hätte, aber ja, kann man nichts zu sagen. Deswegen, das genau. sind jetzt auch keine Hotelempfehlungen von uns aus. Da, wo wir waren, es war schön, aber man weiß halt nie, was euch gefällt. Also es kann sein, dass ihr jetzt was bucht, aufgrund, dass ihr es bei uns in den Videos gesehen habt, aber euch gefällt es nicht richtig. Weil wir zeigen immer nur einen kleinen Einblick, nicht die kompletten Anlagen und nicht alles drum und dran. Ja, deswegen recherchiert immer selber, guckt, was ihr so gerne möchtet und was für euch passt. Wir verlinken euch auch nochmal in der Videobeschreibung einen Link. Da kriegt ihr noch Tipps von uns, wie ihr immer gute und günstige Unterkünfte rund um die Welt findet. Und ansonsten war es das, würde ich sagen. Ja. Jo, dann hoffen wir mal, die Tipps haben euch ein bisschen geholfen wieder, beziehungsweise die Beispiele und Infos. Lasst gerne wieder einen Daumen hoch da, einen Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Das kommt nämlich dann nicht aus Thailand, ihr Lieben. Lasst euch überraschen, wenn ihr es nicht hier schon wisst. Bis dann. Ja, ciao, ciao.